Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum letzten Top 10. Nach diesem Video ist alles andere erledigt. Oh je. Das hat jetzt, glaube ich, ein Jahr gedauert, ne? Na? Heute sind die Shadow Daggers dran. Die schöne hier, die Shadow Daggers so. Und falls euch irgendeine andere Waffe, zum Beispiel die M4 oder die AK oder die AWP interessiert, klickt einfach da oben, ist irgendwo da, ist so ein I. Klickt auf das I und dann ist da wahrscheinlich eine Umfrage, wenn ich die reingemacht habe. Und dann die Playlist. Da müsst ihr draufklicken. Und da sind alle Sachen drin. Also da könnt ihr euch aussuchen, welche Pistole, welches Gewehr und so weiter und so fort. Nur um das nochmal gesagt zu haben. Los geht's. Das Blue Steel liegt auf meinem 10. Platz. Sie liegen gleich auf mit denen, die ich hier habe. Dieses silberne oder, ja doch, silberne ist auch nice. Aber das Blue Steel ist dann doch nochmal ein Ticken nicer. 80 Euro kosten die zwei Teile. Sagt man dazu eigentlich zwei Knives oder ist es ein Knife? Anfangs habe ich immer gesagt, das waren meine ersten beiden Knives, die ich bekommen habe, weil es ja tatsächlich in Zahlen zwei Daggers sind. Es heißt ja auch Shadow Daggers und nicht Shadow Dagger, also es sind zwei Knives, aber in Items ist es halt dann doch nur ein Item. Aber es sind schon zwei Knives, also links und rechts. Ja, wie gesagt, 80 Euro, Platz Nummer 9, das Slaughter oder die, ich sag trotzdem jetzt das. Nee, ich sag die, es sind zwei, die Slaughter. Daggers, Anal, Plug, Dildo, Dangerang, Dang, Ding, Dang. Das sieht ziemlich cool aus, oder? Ich finde, diese Knives sind überhaupt nicht mit anderen vergleichbar. Sie sind so klein, sie haben eine ganz andere Form, werden natürlich auch anders genutzt, also so in der Handhabe. Und auf diese Knives passen manche Skins besser drauf, die auf andere gar nicht so drauf passen. Also ich finde, gerade hier ist es sehr stark ausgeprägt. Auf dem Platz Nummer 8 liegen bei mir die Crimson Web Daggers. Praktisch die Erweiterung oder die Verbesserung des Slaughters. Es ist halt einfach dieser coole Kontrast, der sie doch etwas besser macht als das Slaughter. Mit Stat Track, aber darauf achten wir jetzt einfach gar nicht. Auch richtig schöne Cha-Ching-Teile. Das kostet schon 125 Euro. Ist schon ein bisschen mehr. Aber es kommt echt gut zur Geltung, oder? Die Teile. Lecker. Bei den Knives ist es, glaube ich, wirklich am extremsten. Dieses, entweder du magst sie oder du magst sie nicht. Ich glaube, die Shadow Daggers, ja. Es gibt niemanden, der sagt, ja, naja, so mittel. Entweder man feiert sie oder man sagt, ach, was für Scheißdinger. Jetzt habe ich gerade den Radiergummi von dem Stift abgerissen. Danke, Merkel. Auf dem Platz Nummer 7 liegen bei mir die Shadow Daggers Fade. Sie sind von der Farbauswahl so etwas feminin angehaucht oder eben so leicht und luftig, so locker, so fröhlich. Sie sehen nicht aus wie Waffen, sondern wie ein Gesteck aus Blumen oder so. Sehr schön. Sein Ass. 140 Euro. Ja. Man muss auch mal was hinlegen für so ein Gesteck, ne? Da kannst du schon mal einiges für zahlen. Vor allem, wenn du einen Turm drauf hast. Ja. Aber natürlich können diese Teile auch von Männern getragen werden. So ist es nicht. Also ich denke, ihr legt sowas nicht auf die Goldwaage, ne? Von wegen, was? Ich studiere zufällig Gender Studies. Das ist nicht in Ordnung. Ja, sowas gibt es bei uns in Deutschland ja, glaube ich, gar nicht. Solche Behinderten. Auf dem Platz Nummer 6 liegt bei mir ganz klar das Rust Coat, die Rust Coats, die Rostgekoteten. Da ist es ultra nice, weil der Rost komplett über die gesamte Waffe, über das ganze Knife oder über beide Knives komplett drüber geht. Es gibt keine Abtrennung von Griff und Klinge. Es ist einfach ein Rostbrocken, den man da in der Hand hat und mit dem man dann den Leuten reinsticht. Und sie halt verletzt, wenn man böswillig ist. Mutwillig, gutwillig, Fleisch schneiden. Beim Grillen. Oder so. 96 Euro für solche Rostdinger. Kommen wir nun zum Doppler und somit auf den 5. Platz. Und da muss man wirklich ganz genau schauen, also nach den Farben. Schaut mal, das ist eine Doppler-Ausführung, die ganz gut aussieht. Das hier ist eine andere, die, ja, auch nicht schlecht aussieht. Und das hier ist wiederum eine andere. Ich muss sagen, das ist die, die mir am wenigsten gefällt, wenn der Griff schwarz wird. Obwohl, lasst es mal kurz auf euch wirken. Eigentlich ist es gar nicht so übel. Ich wüsste jetzt nicht genau, ob mir das hier besser gefällt. Naja, egal. 5. Platz, Shadow Daggers. Doppler, 382 Euro. Schon Preis, ne? Schon Preis. Da kann man wirklich nichts sagen. Ich weiß nicht, ob ich nicht diesen Mittelweg am besten finde. Ich weiß es nicht genau. Mir gefällt es halt gerade bei diesen Shadow Daggers gut, beziehungsweise ich finde, es bietet sich an, wenn der Griff in die Klinge übergeht und das nicht nur baulich, sondern auch skintechnisch. Einfach ein Übergang, ein glatter Übergang. Man könnte vielleicht maximal oben dieses Stück, das eh in der Hand verschwindet, gesondert beskinnen. Aber sonst würde ich es komplett durchlaufen lassen. Sieht viel geiler aus. Überlegt mal, das wird ja einfach so drüber gehen. Aber naja. Auf dem 4. Platz liegen bei mir die Marble Fades. Und hier ist ganz klar der Griff wieder scheiße. Unten, das sieht so cool aus. Stellt euch vor, das wäre komplett Marble Fade. Bis oben hin. Sick. So, naja, halt dann doch nur 4. Platz. 180 Euro, ich glaube, das sind bis jetzt die günstigsten Marble Fade Knives, oder? Mit 180 Euro? Schon recht günstig. Ihr wisst ja, wie es läuft. Wir sind auf Platz 4 angekommen. Ihr könnt also gerne wieder raten, was wohl auf dem 2., 3. und 1. Platz steht. Ratet mal kräftig los. Ich denke, der 1. Platz wird euch vielleicht überraschen. Und genug geraten. Auf dem 3. Platz haben wir das Case Hornet. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Es zieht sich über den gesamten Körper des Messers. So muss es genau sehen. Lasst mal kurz noch die Drehung abwarten. Ja,
Super, super, ist gut, ist gut, ist echt gut. 118 Euro, praktisch ein Schnäppchen unter den Nerves. Aber jetzt kommt's. Der krasse zweite Platz, die Damascus Steals. Guckt sie euch an. Meine Haare sind gerade so locker, immer wenn ich es hochmache, kommt es wieder runter. Guckt euch diese Nerves an. Guck mal von hinten. Oh mein Gott, wie nice. Es ist fast zu hell. Es blendet mich. Ich habe jetzt zwei riesige Scheinwerfer, aber das blendet mich. Das ist zu krass. Dude, stop it, dude. Sehr schöne Teile, wirklich. Kosten 80 Euro. Zack. Hast im Sack. Ich denke, da kann man nicht allzu viel weiter dazu sagen. Und deswegen kommt das der erste Platz. Halt euch fest. Halt euch fest. Was alle rütteln so an den Stühlen und Tischen. Was ist da los? Die Shadow Daggers Manila. Ist es nicht einfach nur Perfektion? Hallo? Der Skin zieht sich perfekt drüber. Er hat eine kleine Maserung. Eine, wie nennt man das? Ja doch, Maserung, glaube ich. Wenn man über so ein Holzstück oder so einen Stein drüber fährt. Ah, die Maserung ist so marmorig. So Silk Touch. So ein bisschen individuell, vegan. Kennt ihr ja. Richtig nice Teile. Ich hätte nice Scheiße sagen sollen, es hätte sich besser gereimt. Ja, super. Und oben diese Türme, was? Ich weiß gar nicht, warum da Türme drauf sind. Also ich nehme an, das ist von Schach, ein Turm. Oder so. Preis, Leute, der Preis, 70 Euro. Ich glaube, das ist wirklich der günstigste erste Platz, den wir jemals hatten. Kann das sein? Ist das möglich? Ja gut, vielleicht ist bei den MPs dann doch was Günstigeres dabei gewesen, aber bei den Schrotflinten. Das ist schon wirklich günstig. Somit sind wir mit den Top 10 Skin-Videos fürs Erste fertig. Ich weiß, es gab zwischendurch immer mal wieder neue Skins, die dann irgendwo hinzukamen, die noch nicht in meinen Top 10 Videos enthalten sind, weil sie einfach davor kamen, schlicht und ergreifend. Möglicherweise werde ich diverse Top 10s updaten, beziehungsweise alle neuen Waffen in ein Top 10 reinbringen. Also alle, die seit X erschienen sind, in eine Top 10 Liste packen. Aber diese feste Top 10 Geschichte ist jetzt beendet. Wir haben alle Waffen durchgearbeitet. Ich sag's hier nochmal, die Playlist ist vorhanden hier irgendwo. Am Schluss wird sie auch nochmal eingeblendet, grundsätzlich. Da könnt ihr euch jede Top 10 anschauen, die ihr wollt. Zu allen Waffen ist eine vorhanden. Ja, eine Ära geht zu Ende. Ist schon irgendwie schade. Aber was soll man machen? Die Zeit schreitet halt voran, ne? Na. So ist es im Leben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hau noch eine Mac 10 Malachit raus. Für irgendjemanden, der jetzt noch da ist. Du, der jetzt gerade noch zuschaut, schreib's einfach nebenbei. Ich glaube, viele verstehen oder haben nicht ganz verstanden, was nebenbei bedeutet. Wenn ich zum Beispiel sage, erwähnt nebenbei, wie euer Toilettengang heute war, was ihr übrigens heute schreiben sollt, dann schreibt ihr nicht einfach nur in euren Kommentar, ich war heute schön kacken, sondern ihr schreibt euren Kommentar irgendwas. Hey, schönes Wetter, gell? Übrigens. Na, so nebenbei schreibt man das hin. Nicht einfach so, sonst merken das die Leute. Ah, da geht irgendwas ab. Die schreiben alle, wie sie heute geschissen haben. Das mache ich auch, vielleicht gewinnt man da irgendwas. Nein, nein, ihr schreibt einfach euren Kommentar. Irgendwas, keine Ahnung. Und dann noch so ein ganz, ganz am Ende, so ganz klein. Das Top 10 war wie guter Stuhlgang. So eine Anspielung reicht schon, da weiß ich Bescheid. Wenn ihr sagt, das Top 10 war scheiße, gut, dann das zählt nicht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Also in einem anderen Video, Top 10 ist jetzt erstmal vorbei. Ciao.